Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Ja, Leute, noch leben wir. Mal gucken, wie lange noch. So, ich glaube, Sachen sind doch spawnen noch nicht nach, ne? Nicht, dass ich jetzt hier losmarschiere und wir Fresschen finden. Ansonsten, also wie gesagt, wir suchen hier immer noch Essen. Da er gute Herr ja versehentlich. Hier spawnt nichts nach. Versehentlich, ja genau. Vergessen hat, Nahrung zu machen. Okay, spricht sie gut aus. Wir fliegen den nächsten Gedöns an. Die nächste Station. Ja, ist echt doof. Wie gesagt, also wenn ich hier sterbe, dann ärgert mich das sehr. Weil das Dusseligkeit war. Hätte da nicht genug getan. Aber noch sind wir nicht tot, noch leben wir. Ich weiß auch nicht, ob man gleich verhungert. Das weiß ich jetzt so nicht. Schuck. Ansonsten, wie gesagt, wir gucken mal. Vielleicht habe ich ja Glück. So zwei, drei Pakete wären natürlich richtig, richtig gut. Also ich ziehe durch, solange wie es geht, ne? Weil ich glaube, in unserer alten Basis, ich glaube nicht, dass wir da was zu futtern hatten. Ich glaube nicht. Aber da war, glaube ich, nichts mehr. So, ich lasse mal das Licht. Lasst einmal aus. Da ist ein Motor. Ich nehme trotzdem ein bisschen Loot mit. Vielleicht habe ich ja auch Glück und es ist ja schon was. Da könnte was drin sein. Jawohl, da haben wir schon mal ein Paket noch. Aber das ist alles nicht so eine. Oh Gott, das ist sogar eine sehr, sehr hochwertige Nahrung. Ja, davon noch zwei Stück, das wäre geil. Dann würden wir es schaffen. Dann kriegen wir es hin. Da ist noch eine mittlere Leiterplatte. Das ist auch sehr gut. Ich glaube, wir waren ja hier voll, ne? Oder? Nee. Hallo, da öffnen? Nee, da ist noch genug drin. Hä? Welche Dings war denn voll? Was habe ich denn letztens gemacht? Oder verwechsel ich das jetzt schon wieder mit irgendwas? Naja, egal. So, weiter. Kommt weiter, weiter, weiter. Schauen mal. Ja, jetzt geht es mal alles um Nahrung hier. Wie in der letzten Folge auch. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso bewegst du dich so komisch? Ich hab den. Hatte ich da schon geguckt, ne? Okay, dann haben wir hier alles weg. Ist 18:24, also die nächste Nacht werden wir auf jeden Fall noch, ach du Schande, auf jeden Fall überleben. Das heißt aber auch, dass ich gleich echt sehen muss, dass wir nach Hause kommen. Ich habe ja keinen Rover hier, ne? Oh, was war das? Was lag da? Das lag alles draußen. Sprich, in einem anderen Raum noch. Da ist das Saat. Okay, hier haben wir alles abgefrühstückt. Medipack, ja, nehmen wir auch mal mit. Das ist ein Tablet. Das gucken wir uns natürlich jetzt gleich an. Wer wenn denn? Kilopower. Strom ist sicher, Leute. Strom ist sicher. Hervorragend. So, jetzt dürfen wir nicht sterben. Jetzt dürfen wir erst recht nicht sterben. Oh, und schon gar nicht durch Verhungern. Es wäre ja so bitter. Das wäre so bitter. Was ist das? Ist Fugenmörtel?
Komm, noch einmal Nahrung wäre toll. Aber hier noch. Inventory full, okay. Ja gut, ich lasse die Anzugbatterie hier, weil wir haben eigentlich... Ah, warte mal. Nee, das ist... Was sind das? Schade, das ist Pappel. Doch, steht da. Ich wollte gerade schon... Wo wir gerade schimpfen. Ah, ich hätte noch eine Dings gehabt. Ah, das ist... Kleiner Siliziumsgedöns können wir noch mitnehmen. Motor auch auf. Ja, Anzugsbatterien haben wir ja mehr als genug, ne? Nein, das war falsch. Ich wollte das Z drücken. Okay. Leute, ich mach mal Nachtsicht an. Okay, dann schauen wir gleich mal. So, das haben wir ja aber alles. Sleep deprivation warning. Alert. Ja, ich weiß. Jetzt geht das hier. Ich muss hier bloß noch einmal rumtigern. Es geht gleich nach Hause. Vielleicht haben wir auch Glück und wir können schon einmal was nicht ernten, aber ja, gut, okay. Den machen wir entfernen. Unser Zuhause. Außenposten. Mach ich den? Okidoki. Da fliegen wir mal. Gucken wir mal, dass wir diese Nacht überleben. Also die überleben wir auf jeden Fall. Was natürlich sehr gut ist. Okay, das ist doch 4000 Meter? Das ist doch nicht unsere Dings, oder? Bin ich so weit geflogen, Leute? Moment, ich gehe nochmal runter. Nee, das ist der falsche Außenposten. Warte. Hallo, Außenposten? Das kann doch nicht unser Außenposten sein. Das ist Außenposten. Und das HQ ist unser HQ. Nee. Habe ich das nicht markiert? Leute. Ja, das hakelt immer ein bisschen bei mir hier. Aha, hier, da ist unser Außenposten. Hier. So. Ab und zu hakt das bei mir. Ist das bei euch auch so? Wenn, also die das spielen, achso, du musst dein Jetpack anziehen. Dass das ab und an mal in eurem Scroll-Dings auch hakt. Habe ich schon immer gehabt, seit Anfang an. Und eigentlich nicht an der Maus. Das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite oder dritte Maus, die ich hier neu habe. Die Sicht ist bescheiden. Ich sehe nicht viel, Leute. Ich sehe genauso viel wie ihr nix. Aber ohne Nachtsicht würde ich gar nichts sehen. Aha. Ich war schon so hoch, dass ich den Boden nicht mehr gesehen habe. Ist das so diesig auf dem Mars oder was? Ich muss mir doch mal leuchten. Wir müssen uns da leuchten. Wenn wir das Abbey überleben, müssen wir uns Leuchten hinbauen. Wir haben richtig Strom jetzt. Also für den kleinen Außenposten jetzt noch ein... Gott sei Dank.
so ein Reaktor, das ist. So, da sind wir dann rein. Rennen wir mal schnell rein. Hallo, liebe Station. Wie geht's dir denn so? So, wie gesagt, diese Nacht werden wir auf jeden Fall überleben. Das sollten wir hinkriegen. Okay, ich lasse trotzdem meine Oxygen an. So, ich würde mal sagen, wir rennen aber auf jeden Fall als erstes. Ne, du musst nicht rennen, das tut's ja nicht. Sehen, wie sieht das hier aus? Das wäre wichtig. Das wäre, ja. Lager. Kiste mit, aber warte mal. Wir hatten doch... wir nicht auch die große Pflanzenkiste? Achso, muss ich höchstwahrscheinlich noch freischalten. Ja, gut, dann hau ich mal den Fugenmittel eben mal kurz rüber. Das nehme ich... Ja, nein. Wir machen das am besten mal so, ne? So, ich nehme mal das mit. Das nehmen wir mal mit, dann ziehe ich das dahin. Dann werden wir auf jeden Fall einmal Kartoffeln nochmal pflanzen. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich habe zwar keine, um Nahrung herzustellen, kein Teil, aber müssen wir mal gucken. Also Nahrungsmittelerzeugungsgedöns. Wie heißt denn das? So, was ist denn die hier? Ich muss dann bloß noch morgen irgendwie das überleben hier. Da haben wir wenigstens schon mal ein paar Rüben. Ist natürlich nicht doll, ne? Ein Stück ist nicht doll. Freunde, das ist gar nichts. Aber gut, nützt ja nichts. Musst hier rum. Okay. Tada, zack, zack. Nee, das. Ja, gut, der doch war richtig. So, das lübt. Dann lasst uns mal gleich. Route B, den lasse ich. Kartoffeln. 20 Stück könnte ich. Wie viel Platz hatte ich hier immer? Was waren das? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, okay, gut. Halt zumachen. Okay. Und dann sollten wir hier das anmachen. Okay, Strom könnte. Drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Wasser ist gar kein Problem. So, das müssen wir jetzt aber auch einmal auffüllen. Ich bin immer noch bei unserer anderen Station. Da gehen wir ja genau andersrum rein, ne? Da ist ja das Badezimmer auf der anderen Seite. So, jetzt ist die große Frage. Ich versuche mal, ob wir hier ein bisschen tricksen können. Ich sag mal, wir schlafen bis 8. Das wundert mich eigentlich, dass das funktioniert wegen der Nahrung, weil ich so wenig Nahrung habe. Sonst wäre das doch immer was, immer so, dass. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Mal gucken. Ich bin gespannt. Habe ich mich einfach eingeschaltet? Das war ja so bitter hier. Nee, alles gut. Okay, dann können wir das mit dem Hunger ja nochmal ein bisschen strecken. Das ist natürlich super. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir so ein Lebensmittelteil bauen können. Und was ist das denn? Lebensmittel, ne?
Den haben wir noch nicht gebaut, ne? Maschine zur Saatgutmodifikation. Nein, den brauche ich jetzt irgendwann schon, aber Pflanzinkubator. Ach nee, warte, das war das unter HQ, meine ich. Hier, Anforderung. Lebensmittel. Arbeitungsmaschine. Okay. Jetzt ist für mich nur die Frage, lasst uns bitte einmal kurz mal gucken. Okay. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass wir den nicht doch schon gebaut haben. Nein, haben wir nicht. Stellen wir den mit ins HQ, ja, wa? Erstmal. Gut, was brauche ich denn? Wir brauchen noch eine Glasplatte, Aluminiumplatten und Elektrik. So, würde ich sagen, habe ich einen Helm auf? Habe ich. Den gehen wir einmal raus. Es ist natürlich die große Frage. Ah ne, das müssen wir erst noch freischalten, unseren Fusionsreaktor. So, dann schauen wir einmal. Wäre natürlich geil, wenn wir da was hätten. So, jetzt kann ich das erstmal rüberpacken. Saatgut, Kohl. Saatgut, ist das nicht das gleiche? Nee, das ist was anderes tatsächlich. Kohlsamen? Ach, Salat, ja. Das ist Kürbis hätte ich noch und das hätte ich noch. Kartoffeln lassen wir mal noch am Start. Ah, das packe ich hier auch erstmal noch rüber. Ach, guck mal, hier sind noch mal Kartoffeln. Die packe ich damit rein, weil ich denke mal... Warum machst du das nicht? Alle anderen stacken du nicht? Kartoffel? Kartoffel. Naja, gut. Also, was brauchten wir denn noch? Glasplatte. Glas haben wir. Okay, Elektronik haben wir nicht. Die müssen wir mal sehen, ob wir die noch gebaut kriegen. Aluminiumplatten brauchen wir noch. Ja, die haben wir auch. Und Elektronik jetzt nur noch. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das kriegen wir hin. Dann gucken wir gleich. Gut, die Saatgeschichte braucht noch einen Moment, denke ich. Aber ich sehe schon, das schaffen wir, Leute, das schaffen wir. Ich habe jetzt noch ein Paket Nahrung. Das sollten wir hinkriegen. So, dann bauen wir das Saatgutteil, das Lebensmittel. Konnte man das nicht hier auch hinbauen? Tatsächlich hier nicht. Oben vielleicht? Könnte man. Ja, guck mal, hier oben geht's. Oben geht's. Baue ich hier hin. Auch lustig. Achso, Elektronik. Ich hab die Elektronik vergessen, Leute. Ja, aber so schnell kann es passieren. Habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt. Ja, ist easy. Das ist gar kein Problem. Haben wir mehr als genug. Elektronik brauchen wir. Kriege ich noch 3 Stück zusammen? Ich glaube 3, ne? Ich wollte schon wieder auf Drucken klicken. Lagerbestand. Aluminium, Uran ist klar, Silizium packe ich da mal mit rein. Das ist auch nochmal Alu. Ja, das geht rüber. Das nehme ich auch erstmal mit. So. Jo. Da war man knapp, denke ich. War knapp, weil das muss ja auch noch erstmal und da kriegen wir maximal eine Ladung raus, ne? Das ist noch nicht viel, aber es ist schon mal mehr als, naja. So, sehr gut.
Dann haben wir das auch schon mal. Was brauchtest du eigentlich an Strom? 3. Alles okay. Ich kann den ja auch erstmal vorsichtshalber ausmachen. Obwohl, eigentlich müsste es ja laufen, ne? Was braucht unsere Maschinerie hier eigentlich? Strom. Ja. Wenn ich dich anklicke. Die sind die Etats. Achso, das sind die, die ich im Aufbau habe. So war das, stimmt. Gebäudestruktur. Also 66,98 brauchen wir und verbrauchen wir auch. Ja gut, nehmen wir mal die Sache an und schauen mal, ich lasse das jetzt einfach mal so, ob wir ein Dings aufgebastelt kriegen. Wartet mal, dann müsste ich... Ja, ich muss da mal gucken. Nur 50% ist klar, das dauert jetzt noch einen Moment. Ich hoffe, wenn ich jetzt einen anmache... Ja, eigentlich hatte ich 120, ne? Elektrik, würde ich sagen, ne? Also nochmal gucken. Ein Detektor-Tisch. Wartet, ich muss hier einmal die Elektrik anmachen. Wir müssen ja das Ding noch einmal... du bist... Bio... Botanik... Was bist du? Mechan... Elektrik. Na. Wie will der Trigger hier nicht so, wie ich möchte? Na, komm schon. Eingeschaltet. Hier. So, da wollen wir mal schauen. Wo war das denn? Hier war's. Electricity Technology Access Level increased. Jetzt, dankeschön. Mache ich den erstmal wieder aus. Also, ich habe in meiner kleinen Butze hier. Das hier oben? Tatsächlich. Ah, das geht doch. Selbst wenn es nicht funktioniert. So, dann gehen wir mal raus. Nee, jetzt können wir mal gucken, was wir brauchen. Ja, wir werden mit Sicherheit... Okay, also wir brauchen ein kleines Rohr. Das habe ich nicht. Und zwar 25 Stück. Schauen wir mal, ob wir 25 Röhren zusammenkriegen. Kleines Rohr. 25 hinzufügen. Dann brauchen wir noch mal Stahlplatten. Dann brauchen wir 7. Also noch 6 Stück. Stahlplatte. 6 Stück. Ich bin wieder aufdrucken gegangen. Wem passiert das noch von euch? Kommt, ganz ehrlich, haut raus. Schreibt's in die Kommentare. Seid ehrlich zu mir. So, dann brauchen wir... Stapler, Packung, Schrauben, 10. Okay. Habe ich bestimmt drüben noch, aber ich mache das jetzt mal so, weil wir tatsächlich mehr als genug davon noch haben. Okay, jetzt geht's los. Jetzt... Elektronik brauchen wir 5. 5. Das könnte natürlich kritisch werden. 4. Ich mache auch mal 5. So, und dann 4 Uranstäbe. Und ich glaube, wir haben nur 3 produziert. Aber wir haben die Materialien, um mehr zu produzieren. Davon mal abgesehen. Das heißt, das dann mal rüber, das rüber, das rüber, das rüber. Und den Uran. Okay, wie sieht das aus? Nahrung lasse ich. Ich lasse Nahrung auf den aufs letzte bisschen. Was bist du denn? Bist du ein Uranklumpen? Nein, du bist ein Abholen.
So, dann gucken wir mal. Ja, tatsächlich. So. Mal sehen, wie lange das dauert. Geht es schneller, wenn ich... Na, ich glaube, das spielt keine Rolle, ne? Da müssen wir mal laufen lassen. Aber das ist doch schon mal gut. So, jetzt muss ich nur mal sehen, hätte ich hier noch einen Stecker frei? Ja gut, scheiß drauf. Zur Not ziehen wir hier eine Solarzelle raus, ne? Passt auf. Wir können ja schon mal anfangen, ganz entspannt. Weil das Ding hämmert ja doch ein bisschen mehr raus. Wundert mich, dass der keine Platinen braucht. So, jetzt. Alert. Radiation detected. Warum? Das ist doch neu, oder? Ach. Alert. Radiation detected. Ach was. Ach, höchstwahrscheinlich, wenn ich den schweren Anzug... Ich hatte ja sonst immer den schweren Anzug an, ne? Ach, da schau an, da darfst du das auch gar nicht so dicht bei anbauen, ranbauen, meine ich. Jo, gut. So, pass auf, dann nehmen wir hier das Ding jetzt mal weg. Echt jetzt? Aber wartet mal. Stand da nicht irgendwas eben von... Oh nee, dann passt das mit den... Wieso habe ich denn vier Uran-Dinger noch gehabt? Bin jetzt irritiert. Oh ja, okay, das Ding steht, ne? Nehmen wir mal so hin, ne? So, ich würde mal sagen, ich klöppel den mal ab. Klöppel den mal schnell ran. Alert. Radiation detected. Okay, also Leute, da darf man nicht so dicht mehr ran. Ich weiß nicht, ob es geändert wurde. I don't know. So, dann gucken wir mal, was kommt denn jetzt so rein hier? kW. Dauerhaft. Bin ich aber eigentlich, muss ich sagen, das ist mal gerade zwei Solarzellen unter Volldampf. Allerdings, jetzt haben wir 48 Stunden, ja. Oh ja, auf dem Mars 48 Arbeitsstunden. 24,7, ne? Ja, okay. Können wir mal so hinnehmen. Wieso bist du hier auf? So. Verstehe ich nicht, warum. Habe ich gar nicht richtig eingestellt gehabt, das Ding, oder was? 160 geht jetzt drüber. 408 gehen rein. Ah, sehr gut. 1237,5 kW Speicherkapazität. Okay. Dann ist das ja soweit auch okay. Dann können wir das auch noch lassen. Gut. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch. Was bräuchten wir denn für noch einen Akkupack? Weil wir den haben. Schrauben und Elektronik. Das kriegen wir doch bestimmt hin, oder? Und wir gucken mal, was wir noch an Schrauben an unserem Dings haben. Aber wartet mal, lasst mich das hier einmal. Ich vergesse das immer. So. Also, wir brauchen noch vier Schrauben. Kann ich auch schon mal einen ganzen Schwung wieder wegpacken. Jetzt mal die Taschen leer werden, ne? Weil muss ich mir mal den Container woanders hinstellen. Und wir müssen anfangen, dann unsere Ressourcen zu sammeln. So, also, passt auf. Elektronik brauchen wir. Das haben wir. Aluminiumplatten haben wir auch. Da brauchte ich ja 8 Stück von. Was wäre dann, wenn ich den denn auch noch dahin baue? Kleine Leiterplatte. Das wären dann. Wartet mal, das wäre eine Elektronik. Habe ich noch 4 Elektroniks auf Tasche? Moment. Sleep deprivation warning. Alert. Eine habe ich auf Tasche. Ach so, das ist jetzt da genau andersrum.
Okay, also ich bräuchte dann, einmal kurz gucken. Elektronik brauche ich 4. Und da brauche ich noch mal 4, sind 8. Das wären dann 7 Elektronikteile. So. Schrauben haben wir genug. Was war das noch? Packung, Schrauben, Elektronik, genau, das habe ich genug. Und da habe ich dann Glasplatte ist, Aluminiumplatte habe ich auch. Das sollte reichen. Das heißt, dann brauche ich noch 7 Electronics erstmal. 7 Electronics. Ja, Schlafentzug ist klar jetzt, ne, weil ich habe ja bloß ein paar Stunden geschlafen. Muss ich sagen, gefällt mir eigentlich an dem Spiel auch ganz gut, dass das wirklich davon ausgemacht hat, wie lange man. Also, hallo? Also nicht, dass es danach geht, wie viel, also ab dann und dann Uhrzeit technisch und so, ne? Dann musst du schlafen, wenn du drüber bist, sondern dass man wirklich. Stopp, Elektronik, 7 Stück. Das machen wir hier alles noch schnell. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss der Runde. Oh, das könnte schon bald, das wird eng. Langsam müssen wir auch hier 7, okay. Das funktioniert noch, aber wir müssen auf jeden Fall noch mal los und müssen demnächst Ressourcen besorgen. Sprich, ich würde ja mal mit dem Rover losfahren und dann mal. Ja, Radargeschichte machen. So, als erstes, das wollte ich einen Akku noch dazu packen. Aufrüstung des Akkupacks ist so. Danke. Und dann wollte ich. Ich habe auch ganz falsch geguckt. Ich habe da geguckt. Ich hätte doch nur hier hingemusst. Ich kleine Nasenbär. Ich kleines Nasenbär. Daran. Na ja gut, ist ja nicht schlimm. Was wir haben, haben wir. So. Und dann gehe ich jetzt. Ströme. Ströme. Hier. So, und da klemmen wir dann die abgeklemmte Solarzelle wieder ran. Und dann würde ich sagen, ja, Gott sei Dank, ne? Super. Ich habe schon gedacht, das Ding endet hier mit und tot. Aber nein, wir gucken einmal noch mal nach unserer Nahrung. Wie es hier aussieht, gut, hier dürfte jetzt noch nicht so viel sein, aber es geht langsam, aber sicher. Und dann würde ich doch sagen, ja, ich esse mal was nochmal. Jetzt hau wir nochmal unser Päckchen Butter weg. Konsumieren. So. Ja gut, also ganz abgewandt ist es noch nicht. Ich hoffe ja, dass die Pflanzen jetzt demnächst bald rauskommen. Schlafen, gut, das geht alles noch. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart und mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Ich schätze noch mal ein bisschen was uns um die Nahrung kümmern, noch ein paar Ressourcen, dass wir mal rumfahren und gucken, ob wir irgendwo ein Bergbaugedöns aufbauen können. Da müsste das jetzt ja auch fertig sein. Jo, so, läuft. Also macht's gut, euer Maruk. Ciao. Puh. New message.